Legen wir los. Willkommen zu meinem Vortrag, Web Services mit Go. Der Titel ist einfach so ein wenig aus der Nase gezogen, mehr oder weniger könnte ich auch sagen, irgendwie zufällige Go-Themen ausgewählt und aufgehängt irgendwie in Web Services, krampfhaft. Wer war denn gestern schon beim Vortrag oder Workshop? Zwei. Also es wird ein bisschen Überschneidung geben zu gestern, aber ich hoffe, da sind ein paar neue Sachen auch mit dabei. Schauen wir uns das einfach an. Wenn es irgendwelche Fragen zwischendurch gibt, wenn irgendwas unklar ist, bitte einfach reinschreien, dann können wir es gleich klären. Wer hat Go noch nie gesehen? Okay, für euch könnte dann der Einstieg etwas steil werden. Das war jetzt nicht als Einstiegsvortrag gedacht, aber das kriegen wir irgendwie hin. Also wenn irgendwas unklar ist, gerade was die Syntax oder sowas angeht, bitte einfach fragen. Dann können wir das gleich mal klären. So viel Zeit muss dann hoffentlich sein. Gut. Was ist Go? Wer hat keine Ahnung, was Go ist? Okay, also es geht hier um dieses Brettspiel mit weißen und schwarzen Steinchen. Nein, natürlich nicht. Es geht um eine Open-Source-Programmiersprache, die so ein bisschen als C-Nachfolge auch gehandelt wird, was durchaus daher auch kommt, dass ein paar von den gleichen Leuten an der Entwicklung mit beteiligt waren. Und die Idee ist, dass man damit schnelle Software bauen kann, die zuverlässig ist und effizient. Es gibt eine Webseite dazu unter golang.org, da gibt es auch diverse Dokumentationen, insbesondere die Standardbibliothek hat da auch ihre Dokumentation, die relativ brauchbar ist. Ich werde an manchen Stellen darauf verweisen. Das ist auch eine gute Stelle, wo man einfach noch ein bisschen schmökern kann. Für diejenigen, die Go noch nie gesehen haben, das ist von dort aus verlinkt, auch eine Tour genannt. Das ist quasi ein interaktiver Einstieg, sowas wie ein interaktiver Workshop, den man online machen kann, wo auf die ganzen Grundlagen eingegangen wird, ein paar Übungen dabei sind. Kann ich durchaus empfehlen, wer in Go einsteigen möchte, sich da mal durchzuklicken und sich das anzuschauen. Ja, das ist so der Hintergrund, wo Go herkommt. Die Sprache wurde initial bei Google entwickelt. Das ist ein Google-Rechenzentrum, wo der ganze Zeug drin läuft. Und im Hintergedanken, dass man eben Software baut, die genau in solchen Umgebungen läuft, in die auch auf solche Ebenen skaliert, ist es eben in Go eingeflossen. Das sieht man unter anderem auch an der Tool-Unterstützung, die um die Sprache außenrum gebaut wurde und Ähnliches. Also da ist sehr viel außenrum da und auch an den Sprachfeatures, was eben genau das unterstützt. Und das wollen wir uns heute ein bisschen angucken. Wer ist hier Entwickler? Wer hat noch nie eine Zeile Programmcode geschrieben? Okay, passt. Wer hat schon mal irgendwelche Webservices oder sowas geschrieben, was auch immer das jetzt dann heißen mag? Was versteht ihr unter Webservices? Webseiten? Webservices. Bitte? So zum Beispiel, ja. Bitte? Alles Flash? Rest. Genau. Also das sind jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie Systeme miteinander agieren können. Geht aber alles schon in die Richtung, was ich hier raus will. Klassischerweise Webservices wurden so entwickelt, dass irgendjemand ein riesiges, großes, ich sage jetzt einfach mal PHP-Moloch geschrieben hat, ohne irgendwie auf PHP-Leuten rumhacken zu wollen. Das heißt, es war eine riesen Applikation, die irgendwie eine oder die viele Aufgaben hat und irgendwie die ganze Business-Logik abgebildet hat, mit der Datenbank gesprochen hat, gleichzeitig die Webseiten erstellt hat, irgendwelche dynamischen Inhalte, das ganze Zeug ans Frontend ausgeliefert hat und so weiter. Das ist vielleicht auch der richtige Ansatz, wenn man irgendwie, sag ich mal, ein paar User hat und irgendwie ein paar Anfragen in der Sekunde oder Minute beantworten will. Wenn man das Ganze aber irgendwann skalieren will, dann wird es gegebenenfalls schwierig, weil halt alles an dieser einen Stelle zusammen ist. Das heißt, ich muss halt versuchen, diesen einen Moloch dann irgendwie so zu skalieren, dass ich den auf mehrere Systeme ausrollen kann. Und da scheitert es dann häufig ein bisschen an der Flexibilität von eben der Architektur. Wo man heutzutage dann eben hingeht, insbesondere wenn man halt sehr weit in die Breite skalieren will, und da kommen wir zum als krassestes Beispiel dann natürlich wieder zu Google zurück, aber auch in deutlich kleineren Größenordnungen macht das natürlich schon einen gewissen Sinn, als in sogenannte Microservices. Wer hat den Begriff noch nie gehört? Okay, also die Idee ist, dass wir halt, so wie wir Programmcode üblicherweise vielleicht in irgendwelche Module aufteilen oder Bibliotheken und so weiter, dass der Code vernünftig strukturiert ist, das Ganze übertragen wir mehr oder weniger auf Services. Sprich, anstatt dass wir ein großes statisch gelinktes Binary haben, in Anführungszeichen, haben wir eben viele kleine Services oder viele kleine Tools, die jeweils eine bestimmte Aufgabe haben und die dann irgendwie miteinander reden. Man kann sich das genauso vorstellen, so die ganzen Kommandozeilen-Tools auf einem Unix-System. Jedes einzelne kleine Tool aus den Core-Utils zum Beispiel hat eine bestimmte Aufgabe, kann eine kleine Sache machen und wir haben eine API zwischen den Tools, die einfach irgendwie halt Plaintext ist
und über Pipes können die miteinander reden und Daten austauschen. Und darüber können wir dann irgendwie 5000 Zeichen lange Bash-Einzeiler bauen, die dann irgendwie lustige Dinge machen. Und genauso können wir uns das hier auch vorstellen, nur dass wir halt nicht eine Pipeline haben, sondern üblicherweise diverse Services, die dann kreuz und quer miteinander irgendwie reden. Und wo halt jeder Teil eine bestimmte Aufgabe hat und die erledigen soll und für andere Teilaufgaben dann mit irgendwelchen anderen Backends redet. Das ist so die grobe Idee dahinter. Wie gesagt, wenn wir das sehr breit skalieren wollen, ist das auf jeden Fall der richtige Ansatz. In kleineren Umgebungen möglicherweise nicht unbedingt, aber es hat einen anderen Nebeneffekt auch noch, auf den ich gleich noch kommen werde. Gut, hier nochmal das Ganze in Textform. Wenn wir auf den Fall Web Services zurückgehen, haben wir an der Stelle eben üblicherweise ein Frontend-System. Das macht dann jedenfalls nicht viel mehr, wie irgendwelche HTTP-Anfragen von Clients anzunehmen, die irgendwie in eine Backend-Abfrage umzuwandeln, ans Backend zu schicken, irgendwelche Daten zurückzubekommen und die dann aufzubereiten und anzuzeigen. Sprich, das ist die Abstraktionsschicht an der Stelle ist eben Datenaufbereitung, Anzeige für den Benutzer und Interface für den Benutzer, was eben außenrum gehört. Dann haben wir irgendwelche Backend-Systeme, die implementieren dann die Business-Logic, wenn man so will. Die bekommen die Anfragen von den Frontends und die reden jedenfalls mit anderen Backends oder reden dann mit irgendwelchen Datenbanksystemen, um an die Daten ranzukommen, kümmern sich um Authentifizierung, jedenfalls all diesen Kram und dann halt eben auch von der untersten Schicht dann die Datenbanken, die letztendlich einfach nur dumme Storage sind, wenn man so will. Ja, warum ist das jetzt besser skalierbar als irgendwie ein Moloch, der all das in quasi einem System implementiert? Und ich würde horizontal vielleicht die Verteilung haben, hardware-technisch. Ja, genau. Also wenn ich schon mal das ganze Ding so aufgeteilt habe, dass sowieso mehrere Komponenten da sind, dann ist es wahrscheinlich schon mal flexibler in die Richtung programmiert, dass ich es tatsächlich auch mehrfach laufen lassen kann oder verteilen lassen kann. Und der andere Vorteil ist, dass ich üblicherweise diese verschiedenen Schichten, die ich hier habe, verschieden skalieren will. Die Frontend-Systeme bekommen irgendwie die ganzen Benutzerabfragen ab, wandeln das in ein oder mehrere Backend-Abfragen um, das heißt, ich möchte vielleicht mehrere Backend-Systeme haben. Die Datenbanken sind vielleicht auf riesen Maschinen, weil es hauptsächlich irgendwie darum geht, Daten von irgendwelchen Platten rauf und runter zu schaufeln. Das heißt, da habe ich dann vielleicht mehrere große Systeme. Aber dadurch, dass ich das eben aufgeteilt habe, kann ich jede Schicht eben entsprechend ausstatten, auch mit der richtigen Hardware, die drunter ist, und das entsprechend skalieren. Das ist, wie gesagt, der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, wenn ich eben die Systeme so lose koppel, wenn wir zurückkommen auf die Unix Core Utils, warum sind die so beliebt und warum verwenden heutzutage immer noch so viele Leute die Kommandozeile? Naja, weil wir diese ganzen Tools eben flexibel kombinieren können und neue Anwendungsfälle damit auch relativ schnell erschließen können. Wenn ich irgendwie ein bestimmtes Problem habe, dann bastle ich mir halt schnell einen neuen kleinen Shell-Skript, das kann auf die Schnelle irgendwie eine Aufgabe erledigen. Die gleiche Idee trifft hier auch wieder zu, indem ich meine Systeme und ich spreche jetzt mal noch viel allgemeiner, nicht nur von irgendwelchen Web-Services, sondern vielleicht auch von irgendwelchen System-Management-Diensten oder irgendwelchen anderen Datenbanksystemen, wenn ich die auch entsprechend so aufbaue, dass die als kleine, einzelständige Dienste gedacht sind, die eine vernünftige API nach außen stellt, und das ist eigentlich der Hauptpunkt hier, dann kann ich die einerseits beliebig kombinieren miteinander und kann aber auch, wenn ich Richtung System-Management gehe, diese APIs verwenden, um dann von außen eben die entsprechende Kontrolle über die Systeme zu bekommen, die ich brauche. Gut. Gehen wir mal wieder zurück zu Go. Die Standardbibliothek habe ich gerade schon mal erwähnt. Auf der Go-Webseite gibt es dazu gute Dokumentation. Go ist so entstanden im Kontext von eben Web-Services und Systemverwaltung, Systemmanagement, Systemprogrammierung. Dementsprechend in dem Kontext gibt es da schon diverse Bibliotheken, die standardmäßig eben mit der Sprache ausgeliefert werden. Was dann eben in die Richtung geht, Krypto, insbesondere was eben Verschlüsselung, SSL und sowas angeht und alle unten drunter liegenden Algorithmen. Die Netzwerkschichten, die oben drüber nötig sind, bis hin eben zur HTTP-Schicht. Es gibt diverse Datenstrukturen, die mir helfen, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Ich glaube zum Beispiel irgendein Ringpuffer oder sowas ist in der Standardbibliothek mit zur Verfügung. Und dann andere applikationsspezifische Sachen, wie zum Beispiel eine Datenbank-Abstraktionsschicht, die es mir eben ermöglicht, mit Datenbanken zu reden und für die ich dann hinten nach dann aber letztendlich noch, sag mal, einen Treiber brauche, sprich eine Implementierung von eben dieser Schnittstelle.
Und das werden wir am Ende noch sehen, vergleichsweise wichtig, auch die Go-Standardbibliothek liefert mehr oder weniger einen Parser für Go mit. Das heißt, damit kann ich selber Go-Quelltext parsen. Das ist die Grundlage dafür, die es eben ermöglicht, oben drüber diverse Tools zu bauen, die mir dann die Programmierung und die Entwicklung einfacher machen, die mir das Testen einfacher machen und ähnliche Themen. Okay, schauen wir uns den ersten Code an. Wie gesagt, diejenigen, die noch nie Go-Code gesehen haben, wenn irgendwas unklar ist, schreien, aber gehen wir das einfach mal Zeile für Zeile lang durch. So, das ist quasi mehr oder weniger ein minimaler Webserver. Es fehlt hier ein bisschen Boilerplate-Code, den ich jetzt hier weggelassen habe. Diejenigen, die mal im Vortrag gestern waren, haben das gesehen, ansonsten kann man es einfach nachschauen. Wir haben hier eine Main-Funktion, sprich das ist quasi mein Programm. Wir verwenden die HTTP-Bibliothek aus der Standardbibliothek und sagen, wir registrieren jetzt hier einen Handler für die URL slash hallo. Und immer wenn ein Benutzer eben diese Seite aufruft, dann soll die Funktion sage hallo ausgerufen werden. So, die registrieren wir, das ist quasi, wird einfach in der Bibliothek dann global registriert, wenn man so will. Und dann können wir einen Server starten mit dieser HTTP-Listen-and-Serve-Funktion, der wir hier die Adresse mitgeben, auf der gelauscht werden soll. Nachdem der eigentliche Adressteil hier leer ist, heißt das lausche einfach auf allen lokalen Interfaces auf dem Port 909. Und hinten dieses nil ist ein optionales Argument, wo ich noch Optionen angeben könnte. Das wäre quasi ein Optionenobjekt, mehr oder weniger, wo ich so, zum Beispiel so Sachen wie SSL-Zertifikate oder sowas mit angeben kann. Das lassen wir jetzt hier mal weg, von dem her geben wir dann einfach nil rüber und dann verwendet er an manchen Stellen, wo er das braucht, irgendwelche Standardwerte. Was dann zum Beispiel heißt, dass SSL eben nicht aktiviert ist. So, diese Funktion startet quasi einen Server, wenn man so will. Das heißt, es ist eine Endlosschleife, der lauscht einfach auf einkommende Anfragen, beantwortet die. Und nur in dem Fall, wo irgendwas schiefgelaufen ist, quasi beim Setup, zum Beispiel der Port ist schon vergeben oder ähnliches, dann liefert das einen Fehler zurück. Und den behandeln wir in Anführungszeichen hier dadurch, dass wir den an diese log.fatal-Funktion übergeben. Und den macht nichts anderes, wie die Argumente, die übergeben wurden, auszugeben und dann das Programm zu beenden. Mit einem Fehlercode, das heißt, wir würden es an der Stelle mitbekommen, dass eben was schiefgelaufen ist. Gut, wie schaut diese Sage-Hallo-Funktion aus? Sprich, wie gesagt, die wird aufgerufen, wenn auch immer wir hier eine Anfrage reinbekommen. Die erwartet zwei Argumente. Eines so ein Response-Writer-Objekt, das wird verwendet, um die Daten an den Benutzer zurückzuschicken. Und so ein Request-Objekt, was ich verwenden kann, um Metadaten zu dem Request zu bekommen. Sprich, alles, was irgendwie bei einem HTTP-Request mitkommt, wie zum Beispiel, wer redet denn eigentlich mit mir, was für Header waren gesetzt und so weiter, das bekomme ich über dieses Request-Objekt hier. Und wir verwenden das hier, um über die Remote-Adresse quasi den Benutzer in Anführungszeichen anzusprechen. So, und dann alles, was wir hier machen, wir geben quasi auf diesen Response-Writer, schreiben wir was drauf. Im Hintergrund wird es eben umgesetzt, dass die HTTP-Bibliothek das dann an den Client zurückschickt. Und was wir hier schreiben, ist eben Hallo und dann eben diese Adresse von der Gegenstelle. Wenn wir sonst nichts weiter machen, dann wird es eben mit einem HTTP-Status-Code 200 zurückgeschickt, einfach ausgegeben. Sprich, wir würden hier jetzt einfach eine Textantwort bekommen im Browser. Hallo, wer auch immer deine IP ist. Was ja? Bedeutet der Stern nach dem R? Der Stern nach dem R hier heißt, dass das hier ein Pointer ist. Mhm. Das hier ist... Was ich tatsächlich bekomme, ist auch ein Pointer. Was sich hinter diesem Typ versteckt, ist ein sogenanntes Interface. Sprich, das ist eine Beschreibung von Methoden, die irgendwas implementieren muss. Und üblicherweise wird es dann von irgendwas implementiert, was ich dann als Pointer bekomme. Und darüber kann ich dann die Daten eben zurückschicken. Das hier ist ein tatsächliches Objekt selber. Also der Request-Typ ist ein echter Datentyp, kein Interface. Und ich bekomme eben einen Pointer auf dieses tatsächliche Objekt. Andere Fragen zu der Syntax hier? Gut, hier den entsprechenden Pointer auf die Dokumentation. Wer sich an Webserver interessiert, dieses HTTP-Paket sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das hat durchaus einige Möglichkeiten, noch verschiedene andere Sachen zu machen. Das ist jetzt quasi nur mal das Allereinfachste. Es gibt da natürlich auch die Möglichkeiten, irgendwie mehrere Serverobjekte zu haben. Ich kann auch
die Anfragen beliebig weiterleiten. Also ich kann da halbwegs komplexe Logik aufbauen, wie quasi eine Anfrage anhand von dem eigentlichen Request dann geroutet werden soll zu meiner letztendlichen Header-Funktion an der Stelle. Gut, jetzt möchte ich üblicherweise nicht einfach nur einen Text ausgeben, sondern irgendwie in HTML zurückgeben, was wahrscheinlich auch irgendwelchen Inhalt, den ich eben dynamisch erzeugt, dann beinhaltet. Jetzt möchte ich natürlich das nicht selber jedes Mal mein HTML zusammenbauen und da irgendwelche Dinge einfügen, das geht dann mal schnell irgendwie schief. Dementsprechend verwenden wir an der Stelle die HTML-Template-Bibliothek, die uns das eben einfacher macht, indem sie hier so eine Template-Sprache anbietet. Das Außenrum lassen wir gerade mal weg. Das ist quasi die Seite, die ich ausliefern möchte. Und wir sehen dann hier so in doppelt geschweiften Klammern, kann ich bestimmte Sachen angeben. Und was wir hier machen, später, wenn wir dieses Template dann auswerten, übergeben wir der Template-Auswerte-Funktion ein Objekt. Und auf dieses Objekt greifen wir mit dem Punkt zu und dann greifen wir auf das Feld Title von diesem Objekt zu. Dementsprechend geben wir dann an der Stelle eben einen Title aus, hier geben wir irgendeinen Namen aus und haben so das übliche minimale HTML außenrum, was wir brauchen. Und dann haben wir so eine ganz kleine HTML-Seite. Kann man natürlich jetzt auch hier beliebig komplex wieder schalten. Man kann solche Templates auch schachteln. Das heißt, ich kann bestimmte Elemente an der einen Stelle generieren und an der anderen Stelle zum Beispiel in mein Haupttemplate oder sowas einbauen. Dann habe ich hier im Endeffekt ein bisschen Boilerplate außenrum, um tatsächlich eben das Ding zu parsen und in die Form zu bringen, dass ich die dann später dann eben auch verwenden kann, um die Daten dann weiter zu verarbeiten. Und das passiert eben alles mit Funktionen aus dieser Template-Funktion. Eine Nebenbemerkung, dass hier Template Must eine Must-Funktion findet man in manchen Paketen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Regex-Bibliothek. Funktioniert so, sie bekommt hier eine Funktion als Argument übergeben, die eigentlich zwei Rückgabewerte liefert. Das eine ist das tatsächliche Template und das zweite ist ein Fehlercode. Sprich, wenn das Template-Parsing fehlgeschlagen ist, bekommen wir dann Fehler mit. Sollen wir häufig sowas in irgendwelchen globalen Variablen speichern? Sprich, es soll initialisiert werden, wenn ich das Programm starte. Und üblicherweise gehe ich auch davon aus, dass wenn ich das Template einmal geschrieben habe, dann sollte das richtig sein. Und darum kümmert sich diese Must-Funktion. Die nimmt quasi diese zwei Fehler oder diese zwei Werte, schaut, ob der Fehlerwert gesetzt ist oder nicht. Und in dem Fall, wo er gesetzt ist, beendet das Programm einfach mit einer Panic. Also quasi eine Laufzeit-Exception, wenn man so will. Sprich, wenn ich das einmal getestet habe und gesehen habe, ja, das Ding parsed und ich verändere das nicht, dann weiß ich, dass es auch in zukünftigen Programmaufrufen funktionieren wird. Von dem her kann ich quasi dieses Risiko in Anführungszeichen in Kauf nehmen, dass mir das Ding beim Starten einfach stirbt. Ja, dann schreibe ich das in eine Variable hier, die ich dann später weiterverwenden kann. Frage? Wenn es doch etwas schief geht, wird dann wirklich dieser Server dann komplett beendet oder nur dieser eine Prozess und können dann weitere Prozesse trotzdem gestartet werden? Du kompilierst das in ein Programm, dieses Programm beendet sich. Das heißt, der Server, den du wahrscheinlich in diesem Programm gestartet hast, der ist dann auch weg. Okay, das wäre so ein Programm. Ja. Andere Frage? Der Parser kümmert sich im Endeffekt um das HTML eigentlich gar nicht, glaube ich, sondern hauptsächlich um diese Metasprache hier zwischendurch. Was dann allerdings HTML-spezifisch macht, ist, dass wenn ich hier drin zum Beispiel Strings dann mit ausgebe, dann escaped der dir entsprechend, dass wir da an der Stelle keine HTML-Probleme bekommen. Es gibt auch eine Text-Template-Bibliothek, die macht dieses Escaping nicht, die geht dann einfach hier an der Stelle mit willkürlichen Texten um. Gut, wie verwende ich das jetzt? Eine etwas kompliziertere Sage-Hallo-Funktion, wir bekommen hier die gleichen Informationen wieder. Wir bauen uns jetzt hier die Daten zusammen, die an dieses Template übergeben werden sollen. Das ist quasi eine Kurzform von, ich definiere eine Variable, die aufgebaut ist nach dem Datentyp von einem anonymen Struct, was einfach zwei Strings enthält, mit eben den Feldnamen Title und Name, so wie wir es ja gerade in dem Template gesehen haben. Und ich befülle den Title mit Hallo Welt und den Namen wieder mit der Remote-Adresse. Sprich, ein bisschen ähnlich, was wir gerade hatten, aber eben mit dem bisschen HTML-Boilerplate außenrum. So, dann lassen wir die Zeile mal kurz aus. Dieses Template hatte ich an der Variable TMPL gespeichert. Dieses Template-Objekt hat eine Methode execute, die ich eben aufrufe. Der übergebe ich zum einen, wo die Daten hingeschrieben werden sollen und zum anderen diese Daten. Die Daten werden dann eben in das Template übernommen, dementsprechend was in dem Template drinsteht.
Und beim Ausführen kann ich an der Stelle auch wieder einen Fehler bekommen. Zum Beispiel, wenn die Daten nicht reingebe, nicht mit dem Template zusammenpassen, dann bekomme ich an der Stelle dann eben einen Laufzeitfehler. An der Stelle möchte ich dann natürlich nicht, dass das Programm abgebrochen wird, sondern gebe ich dann zum Beispiel eben an den Client einfach einen Internal Server Error zurück, kann die Fehlermeldung auch an der Stelle noch mitgeben. Das heißt, der Benutzer müsste uns halt dann melden, dass da ein Fehler da ist. Also optimalerweise habe ich an der Stelle natürlich irgendwelche Tests und erkenne das, bevor das die Benutzer irgendwie sehen würden. So, wir haben vorhin schon gesehen, wir haben direkt auf diesen Response Writer, also diese Variable W, geschrieben. Das könnte ich bei der Template-Ausführung auch machen. Was ich aber an der Stelle stattdessen mache, dass ich mir erst so einen In-Memory-Buffer im Endeffekt erzeuge aus dem Bytes-Paket. Sprich, da kann ich einfach willkürliche Bytes reinschreiben und der wächst entsprechend dem, was ich reinschreibe. Am Schluss kann ich das dann kopieren. Warum mache ich das so? Gerade schon erwähnt, dass bei der Template-Ausführung eventuell ein Fehler auftreten kann. Es kann aber passieren, dass der, bis er zu dem Fehler kommt, schon Daten ausgegeben hat. Wenn ich die direkt auf diesen Response-Writer rausschreibe, dann bekommt der Client irgendwie eine halbe Antwort und dann eine Fehlermeldung. Das ist irgendwie uncool. Von dem her puffern wir das vorher halt erst, schreiben das in diesen Buffer rein. In dem Fall, wo ein Fehler da ist, handeln wir den getrennt. Und wenn alles in Ordnung ist, dann kopieren wir eben den Inhalt von diesem Buffer in diesen Response-Writer. Warum funktioniert sowas? Wir haben hier eine I.O.-Bibliothek, die hier jetzt in Anführungszeichen mit willkürlichen Daten umhandelt. Und für diejenigen, die Go schon kennen, die wissen, dass Go eine sehr typisierte Sprache ist. Das heißt, ich kann da nicht einfach irgendwie wie in einer Skriptsprache diverse unterschiedliche Datentypen zusammenwerfen und irgendwie passiert Magie. Sondern wir brauchen diese, also wir haben hier an der Stelle schon auch Magie, aber die ist sehr wohl definiert. Und was dahinter steckt, sind sogenannte Interfaces. Ein Beispiel, was ich hier nennen möchte, ist das Writer-Interface aus dem Paket I.O. Es erwartet einfach, dass das entsprechende Objekt, was dieses Interface implementiert, eine Write-Methode umsetzt, die irgendwelche Daten bekommt als ein Byte-Slice und zurückgeben muss, wie viele Daten dann tatsächlich geschrieben wurden und ob dabei ein Fehler aufgetreten ist. Das ist ein sehr einfaches Interface, das hat tatsächlich auch keine weitere Methode drin. Das heißt, es ist relativ einfach, das an diversen Stellen zu implementieren. Und zum Beispiel der HTTP Response Writer implementiert das, die Bytes-Bibliothek, dieser Bytes-Buffer, den wir gerade gesehen haben, implementiert das auch und es wird an diversen anderen Stellen auch implementiert, zum Beispiel Standard-Ausgabe aufs Terminal oder auf den Standard-Error-Kanal. Auch das ist quasi eine Implementierung von so einem Writer. Das heißt, ich kann hier den gleichen Mechanismus, eben dadurch, dass ich dieses Interface, eine API, wenn ich so will, definiert habe, an diversen Stellen verwenden und für ganz unterschiedliche Zwecke einsetzen. Und das bietet, macht es eben sehr mächtig und insbesondere im I.O.-Paket sehen wir den Writer und den Reader mit einem ganz ähnlichen Ansatz, die dann sehr flexibel an diversen Stellen eingesetzt werden können, auch wo das vorher vielleicht nie gedacht war. Von dem her kann ich da auch nur empfehlen, in diesem I.O.-Paket mal ein bisschen rumzustöbern. Das wird man sehr häufig brauchen und da wird man diverse Sachen lernen, die ganz interessant sein. Gut, gibt es dazu Fragen? Sonst muss ich ein bisschen schneller machen, weil wir langsam, glaube ich, aus der Zeit kommen. So, jetzt habe ich gesagt, unser Backend-System möchte gegebenenfalls irgendwie mit irgendwelchen Datenbanken reden oder mit irgendwie anderen Backend-Systemen reden. Das heißt, wir haben möglicherweise diverse Anfragen, die durch einen einkommenden Request erzeugt werden. Die wollen wir optimalerweise parallelisieren, dass der Benutzer nicht ewig lang warten muss, sondern alles, was parallel gemacht werden kann, soll parallel gemacht werden. Habe ich hier ein Beispiel, was eben erläutert, wie das in Go funktionieren kann. Gehen wir davon aus, dass wir so eine Query-Funktion hat, die irgendwie ein Request-Objekt bekommt. Das ist jetzt unser eigenes Request-Objekt, nicht das aus der HTTP-Bibliothek oder es könnte aus der HTTP-Bibliothek sein, vollkommen egal. Wir bekommen irgendeine Antwort zurück und einen Fehlercode. So, für eine einkommende Anfrage von einem Client, wo wir die gleiche Signatur wieder haben, wie wir es gerade gesehen haben, dazu haben wir jetzt eben so einen Slice von mehreren solchen Request-Objekten, sprich wir wollen mehrere Daten von irgendwelchen verschiedenen Backends abfragen, wollen es über diese Query-Funktion machen. Das machen wir jetzt einerseits dadurch, dass wir uns erst einen Slice anlegen, der genauso lang ist wie eben die Anzahl der Requests, die wir bekommen. Das heißt, für jeden Request bekommen wir eine Antwort. Die speichern wir in einem Slice und wir haben so einen Channel, den wir zur Synchronisation verwenden und auch da passen genauso viele Elemente rein, wie wir Requests reinbekommen. Sprich, wir können gegebenenfalls alle Antworten oder alle Fehler von allen aufgerufenen Subroutinen bzw. Go-Routinen erstmal sammeln, ohne dass irgendwas blockiert an der Stelle.
So, dann haben wir eine Schleife, wo wir über diesen Request-Slice drüber laufen. Die Syntax heißt hier, gib mir den Index und das entsprechende Objekt, was an den Stellen gespeichert ist, während du über dieses Request-Slice drüber läufst. Und für jeden an diesen Stellen rufen wir eine Go-Funktion, eine Go-Routine auf. Das ist quasi sowas wie ein leichtgewichtiger Thread, der im Hintergrund einfach läuft. Und das Scheduling an der Stelle übernimmt die Go-Laufzeit-Umgebung. So, dieser Go-Routine übergeben wir dieses Request-Objekt. Wir erstellen dann an der Stelle eine Kopie, weil ansonsten würde der einfach ein Alias von dem umgebenden Kontext einfangen, was dazu führt, dass wir einfach beliebige Daten dann letztendlich am Ende in den verschiedenen Go-Routinen drin haben. In der Go-Routine starten wir das Query, speichern das Ergebnis in dem entsprechenden Response-Slice und den Fehler, egal ob ein Fehler aufgetreten ist oder nicht, also egal ob der nil ist oder nicht, schreiben wir einfach diesen Channel zurück. Das heißt, wir wissen, wenn wir aus diesem Channel für jeden Request einen Error-Wert ausgelesen haben, dann sind alle Backend-Anfragen fertig. Das schaut dann zum Beispiel so aus. Was wir dazu noch machen, wir setzen noch ein Timeout, dass der Client, wenn irgendwas sich im Backend aufhängt, nicht ewig lang warten muss. Verwenden ein Select, um eben entweder aus diesem Error-Channel zu lesen oder wenn der Timeout abgelaufen ist, eben diesen Timeout zu behandeln. Und wenn wir irgendeinen Fehler an der Stelle bekommen, geben wir den sofort an den Client zurück mit irgendeinem Statuscode oder was auch eben immer an der Stelle dann aus der Applikation am meisten Sinn macht. Diejenigen, die gestern da waren, kennen das schon. Gibt es von den anderen irgendwelche Fragen? Sonst springen wir weiter. Ja? Das kleine Minus vor RCH im Timeout, was bedeutet das? Das ist quasi der Operator, lese aus dem Channel. Das ist sowas wie ein Funktionsaufruf, lese aus dem Channel und gib den entsprechenden Wert, der gelesen wurde, zurück. Aber gleichzeitig warte, bis in dem Channel was zur Verfügung steht. Gut. Jetzt haben wir vielleicht irgendwie unterschiedliche Programmierer, die sich um das Frontend-System und die Backend-Systeme kümmern. Und diese Query-Funktion, vielleicht vertrauen wir der Programmierung nicht so wahnsinnig. Wir gehen davon aus, dass da vielleicht irgendein Programmierfehler drin sein könnte, der zu einer Laufzeitpanik führt. Wir wollen aber dann nicht, dass uns dadurch das ganze Programm abstürzt. Und das Programm würde nicht abstürzen, weil auch die HTTP-Bibliothek das handhabt. Aber das, was ich hier zeige, ist ungefähr das Gleiche, was die macht. Aber wir bauen es jetzt an der Stelle nochmal nach. Einerseits, um zu verdeutlichen, was da passiert und um gegebenenfalls an der Stelle eine Möglichkeit zu haben, applikationsspezifische Logik einzubauen und es applikationsspezifisch zu handhaben. Was machen wir? Ähnlich wie wir es gerade schon gesehen haben, wir haben hier diese Go-Routine, die wir aufrufen, dieses Request-Objekt übergeben, die ruft diese Query-Funktion auf, speichert die Ergebnisse wieder so, wie wir es vorher hatten. Aber was wir jetzt an der Stelle machen, als erstes, wenn diese Funktion gestartet wurde, verwenden wir dieses Defer, um eine Funktion aufzurufen, bevor diese Go-Routine oder die Funktion, die zu dieser Go-Routine gehört, zurückkehrt. Was dazu führt, dass theoretisch normalerweise hier am Ende eben, bevor die zurückgehört, das ausgeführt wird. Aber auch wenn innerhalb von dieser Funktion ein Panic auftritt, auch dann wird diese Deferred-Funktion aufgerufen und das kann ich so als quasi Exception-Handling verwenden, um mit der Recover-Funktion eben zu überprüfen, ob das der Fall ist und es dann entsprechend zu behandeln. Also was wir hier machen, die Recover-Funktion liefert einen Error-Wert zurück, also auch von diesem Error-Typ. Sprich, wir führen das Recover auf, überprüfen, ob ein Fehler aufgetreten ist und wenn ja, überschreiben wir den Fehler, den wir an den Client zurückliefern, mit einem eigenen Fehler. Und schreiben das dann erst in diesen Error-Channel zurück. Das heißt, wir wissen, dass wir auf jeden Fall, wenn hier drin irgendwas schief geht, danach trotzdem das entsprechend behandeln können und irgendwas an den Client zurückliefern können, was sinnvoll für unsere Anwendung ist. Normalerweise, das HTTP-Paket, wie gesagt, handhabt das auch. Das würde an der Stelle einfach einen Status 500 zurückliefern. Gut. Soweit der Go-spezifische Teil. Wir sind jetzt mit der Zeit mehr oder weniger am Ende. Ich hätte noch Informationen zu gRPC, was ein Framework für RPC-Calls ist. Ich denke, das kriegen wir jetzt in der Zeit nicht mehr sinnvoll durch. Von dem her nehme ich die Zeit lieber noch für Fragen und wer daran Interesse hat, kann das dann gerne danach noch mit mir absprechen. Hat bis 11.45 oder? 11.45 dachte ich eigentlich auch. Ich war sehr erstaunt, dass wir schon so gar...
Das 11.30 Uhr ist, glaube ich, auf dem Strich oben drüber. Okay, wir haben noch eine Viertelstunde, perfekt. Dann können wir es abhandeln. Trotzdem, dann haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, dann kriegen wir es auf jeden Fall durch. Gibt es trotzdem dazu noch irgendwelche Fragen? Gibt es Shell-Variablen, war das die Frage? Ich habe die Frage leider nicht verstanden. Umgebungsvariablen gibt es in Unix und die kann ich auch aus Go-Programmen abfragen, ja? Soll ich nochmal? Wie kann ich C++ irgendwie Es geht hier um Go. Ich glaube, wir können das dann nachher aufklären. Okay. Gut. Gibt's zum Go-Code noch irgendwelche Fragen? Alles klar. Gut, dann schauen wir jetzt gRPC noch kurz an. Was ist gRPC? Also wie gesagt, das ist ein Framework, um RPC-Calls zu machen. RPC steht für Remote Procedure Call, sprich, das ist eine Funktionsausführung übers Internet, wenn man so will, oder über ein Netzwerk. Sprich, eben genau der Mechanismus der Kommunikation von mehreren Services zugrunde liegt oder eine mögliche Implementierung davon. Es wurde auch schon SOAP und andere Sachen genannt. Das ist quasi die gleiche Kategorie. Ist Open Source, gibt eine Webseite dazu, grpc.io. Da gibt es diverse Informationen dazu. Ganz kurz im Überblick, es basiert auf sogenannten Protocol Buffers, wer kennt die nicht? Banal gesagt, Protocol Buffers ist ein Binärformat, was ähnliche Möglichkeiten hat wie JSON, bloß dass es typisiert ist. Sprich, ich habe mehr oder weniger ein Schema, was Nachrichten definiert. Und dieses Schema kann verwendet werden, um Nachrichten aus quasi einem Programmcode in ein Binärformat zu serialisieren, was dann über das Netzwerk übertragen werden kann. Und die Gegenstelle hat die Möglichkeit, dieses serialisierte Format dann wieder ein entsprechendes sprachspezifisches Format wieder zurückzubauen. Und dabei werden diverse Sprachen unterstützt, hauptsächlich C++, Java, Go und Python und diverse andere. Ich glaube, Ruby und sowas ist auch mit dabei. Und die Idee ist eben, dass diese ganzen Sprachen beliebig miteinander kommunizieren können über eben dieses gemeinsame Datenformat, was dann auf dem Wire dazwischen gesprochen wird. Und dann gibt es entsprechende Sprachbibliotheken, die das Ganze dann eben wieder in für die Sprache sinnvolle Datentypen dann umsetzt. Klingt jetzt... Basic ist da nicht mehr dabei. Basic glaube ich nicht, ne. Also zugrunde liegende Code ist in C bzw. C++ geschrieben, sprich, wenn es eine Möglichkeit gibt, C++ oder C in Basic zu verwenden, dann kriegt man das vielleicht hin. Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Was bei gRPC eben dann noch zusätzlich zu den Message-Formaten, die Protocol-Buffers unterstützt, dazu kommt, ist dann eben die Möglichkeit, sogenannte Services zu definieren, die dann eben diese API dann zur Verfügung stellen, mit der Dinge miteinander kommunizieren. Und das ist jetzt hier mal so eine minimale Protobuf-Datei, die zum einen hier diese Message-Typen definiert und die werden wir dann verwenden, um so einen Service zu definieren, der dann eben mit diesen Message-Typen miteinander kommuniziert. Also, das ist so ein bisschen Boilerplate-Code. Wir definieren einmal, seit die Syntax, dass das die Version 3 von den Protocol-Buffern eben ist. Das ist das, was gRPC verlangt. Dann definieren wir hier den Paketnamen. Das ist im Endeffekt bloß eine Sache, was dann programmiersprachenabhängig dann in irgendein Namensschema oder sonst irgendwas umgesetzt wird. Und dann definieren wir hier einen Service. Ein Service hat einen Namen. Ich könnte gegebenenfalls auch mehrere Services hier drin definieren. Aber ich definiere jetzt einfach mal nur einen mit einem einzelnen Aufruf, wo wir eben so ein Query ausführen. Und dann ist es relativ üblich, dass das Argument, was an diesen RPC übergeben wird, einfach den Namen von dem RPC-Call mit Request hinten dran hat und die Response heißt dann eben entsprechend Response. Als Seitenbemerkung, selbst wenn ich mehrere RPC-Calls habe, die mit ähnlichen Daten hantiert, kommt mir ganz gerne
in die Versuchung, dann den gleichen Message-Typ da an mehreren Stellen wiederzuverwenden, mit dem Hintergedanken, na, das ist ja alles das Gleiche. Davon rate ich ab, weil irgendwann werden die Dinge unterschiedlich sich weiterentwickeln, weil es sind unterschiedliche RPC-Calls. Das heißt, irgendwann wird man das Problem reinlaufen, dass wenn die alle das Gleiche verwenden, dass es dann immer funktioniert. Ja, das ist jetzt hier einfache Proto-Syntax. Wir definieren eben diese beiden Objekte, Datentypen, wenn man so will. Der Request bekommt einfach einen String übergeben, was eben das Query beschreibt. Dieses ist gleich 1 ist eine Proto-Buff-spezifische Sache, die für die Serialisierung verwendet wird. Das ist quasi die ID für dieses Feld hier. Es wird in einem Binärformat verwendet. Die muss ich explizit vergeben, weil Felder hinzukommen können und wieder gelöscht werden können. Und ich muss dann sicherstellen, dass diese IDs auch über die Zeit hinweg eindeutig bleiben. Das geht automatisch nicht. So, und eine Response dazu. Ich bekomme irgendwie nochmal einen String zurück, der mir irgendwie einen Typ ausgibt und irgendwie eine Zahl. Das ist einfach mal bloß irgendein Blödsinn, aber einfach um eben zu verdeutlichen, wie das ungefähr funktioniert. Ja, die Datentypen, die wir hier sehen, sehen sehr ähnlich aus wie die in Go. Die haben aber theoretisch erstmal nichts miteinander zu tun. Das eine ist Protobuf, das andere ist Go. Da gibt es natürlich eine gewisse Überlappung, aber man sollte sich die entsprechende Dokumentation jeweils anschauen, was da rein zur Verfügung steht. Auch was wir hier haben, ist der Typ und dann der Name, nicht wie in Go, dass es der Name und dann der Typ ist. So, zwei verschiedene Sprachen letztendlich. So, was mache ich damit? Diese Datei muss von einem Protobuf-Compiler übersetzt werden in quasi eine maschinenverarbeitbare Version davon. Und was dann eben bei gRPC noch mit zusätzlich dazu kommt, ist dann nochmal ein spezieller gRPC-Compiler bzw. ein Modul für den Protobuf-Compiler, der mir dann entsprechend den Boilerplate-Code erzeugt, der für das eigentliche RPC-Interface genutzt werden kann. Was dabei herauskommt, ist einmal generischer Client-Code, den ich mehr oder weniger 1:1 direkt verwenden kann, um dann entsprechend mit so einem Service, der diese API implementiert, dann sprechen zu können. Und es entsteht im Endeffekt eine Interface-Definition im Fall von Go-Code, der mir den Service definiert. Und dieses Interface schaut im Endeffekt mehr oder weniger genauso wie diese Service-Implementierung hier aus. Und es gibt dann in dem Interface eine Methode für jeden RPC-Call, der dann eben dieses Request-Objekt bekommt und etwas zurückgibt. Wie man das genau ausschaut, sehen wir jetzt dann gleich. Ja, wie gesagt, der Client-Code ist generisch, der kann 1:1 so direkt verwendet werden. Manchmal sieht man es noch, dass über diesen generischen Code noch eine Client-Bibliothek drüber gestülpt wird. Das mag manchmal ein bisschen Sinn machen, aber üblicherweise, wenn man das braucht, dann ist es ein Indiz dafür, dass die API vielleicht nicht so sauber definiert wurde, wie sie vielleicht hätte sein können. Aber wenn das der Fall ist, dann braucht man das üblicherweise nicht. Gut, mehr Informationen dazu gibt es hier auch wieder über Links. Dieses Kontextobjekt hat man gestern noch mal kurz angesprochen. Das wird in diesem Fall verwendet, um mit dem RPC-Call diverse Metainformationen mitzugeben, die dann auch über mehrere Hops oder auch gegebenenfalls über mehrere Services mitgegeben werden, wie zum Beispiel irgendwelche Deadlines oder sowas. Sprich, wenn der Client sagt, ich möchte einen Timeout nach 50 Millisekunden, dann wird es mitgegeben. Und wenn irgendwie nach mehreren Hops ein Service irgendwann einen Request bekommt und dieser Timeout schon abgelaufen ist, dann wird er sagen, okay, ich beende mich gleich mit einem Fehler, weil der Timeout abgelaufen ist, ich brauche meine Arbeit gar nicht mehr weitermachen. Genau, so schaut dann eine beispielhafte Implementierung von dem entsprechenden Server aus. Ich muss diesen Protocode, der hier automatisch generiert wurde, der wird in ein Go-Paket umgeschrieben, muss ich importieren. Was man sehr häufig sieht, nachdem der Name hier doch vergleichsweise lang üblicherweise wird, kürzt man das üblicherweise den Import einfach als PW ab. Das steht dann entsprechend an der Stelle für die Protobuffer-Definition. Und ich brauche dann einen Datentypen, der eben den Service für mich implementiert. Und damit er das implementiert, muss er eben dieses Interface, was hier drin definiert ist, abbilden. Und dieses Interface entspricht eben genau den RPC-Calls. Sprich, an der Stelle haben wir jetzt hier eine Query-Methode auf diesem Server-Objekt. Nachdem wir in dem Server hier gerade keine weiteren Informationen speichern, brauchen wir da keinen Zugriff auf das tatsächliche Objekt, von dem her kann man den Variablen-Namen hier vorne weglassen. Und dann bekommt diese Query-Funktion zum einen dieses Request-Objekt, was wir in der Service-Definition in dem Proto-File gesehen haben, so ein Kontextobjekt, was wie gesagt über alle Calls hinweg einfach mitgereicht wird. Und die Query-Funktion muss eben den entsprechenden Response generieren, zurückgeben und kann gegebenenfalls einen Fehlerwert
zurückliefern, der dann von dem Framework gehandhabt wird. Und weil, falls da eben Fehler zurückgegeben wird, wird ein entsprechender Fehler dann für den RPC-Call an den Client weitergeliefert, der das dann eben auch entsprechend als RPC-Error dann sieht. So, was dann hier drin passiert, ist im Endeffekt die applikationsspezifische Logik, sprich wir führen hier wieder unsere Query aus, geben von dem einkommenden Request-Objekt eben den Query-String, den wir hier bekommen, einfach weiter, bekommen dann irgendwie ein Ergebnis, vielleicht einen Fehler. Falls wir einen Fehler haben, geben wir den Fehler einfach zurück ohne eine Antwort. Und wenn alles funktioniert hat, dann generieren wir da eben dieses Response-Objekt, nehmen davon einen Pointer, weil eben ein Pointer zurückgegeben werden soll und befüllen eben die beiden Felder, die genauso heißen wie das, was wir gerade in der Message-Definition gesehen haben, nur eben umgesetzt in passende Go-Syntax, sprich das ist ein exportiertes Feld, das heißt, das fängt mit einem Großbuchstaben an. Das andere ist, wenn die Namen in dem Protofile zusammengesetzte Wörter sind, die mit Unterstrich getrennt sind, dann wird es im Camel Case in Go umgesetzt, um da einfach Go-Standard oder üblichen Go-Standard so weit wie möglich zu folgen. Genau, geben das Objekt zurück und ein Nil als Error-Wert. Wenn das Framework bzw. eben die RPC-Layer dann diesen Nil-Error-Wert sieht, dann wird die Antwort an der Stelle in das Protobuf-Binärformat serialisiert, an den Client zurückgeschickt. Der kann das wieder ein entsprechendes Objekt umbauen. Wenn das Go ist, würde das eben in so einem Objekt wieder ausarten. Wenn es Ruby oder irgendeine andere Sprache ist, schaut es dann eben entsprechend anders aus und kann es entsprechend weiterverarbeiten. Dazu irgendwelche Fragen? Dann schauen wir uns dieser Teil hier wird üblicherweise in einem eigenen Paket, in einer eigenen Bibliothek implementiert. Das implementiert mehr oder weniger bloß die tatsächliche API. Dann müssen wir noch einen Server starten. Dazu können wir größtenteils einfach auf die Funktionalität von dem Framework zurückgreifen. Alles, was wir machen, wir erzeugen einen Listening Port an der Stelle auf irgendeinem TCP-Port, den wir als Argument übergeben bekommen oder sonst irgendwas. Dann starten wir eben einen gRPC-Server und registrieren auf diesem Server unsere Implementierung von dem Backend, was wir einfach dadurch machen, dass wir eben ein Objekt hier reingeben, was dieses Interface implementiert. Das heißt, das hier ist wieder automatisch generierter Code in unserer autogenerierten Protobuf-Bibliothek. Und dieses Argument, was hier erwartet wird, ist eben von diesem Typ, von dem Interface, was erzeugt wurde. Und dann starten wir den Server und geben ihm hier diesen Listening Port. Das heißt, der läuft jetzt dann auch einfach wieder in eine Endlosschleife, wartet auf einkommende Requests und beantwortet die entsprechend, indem die Requests an die Implementierung durchgereicht werden und das Ergebnis an den Client zurückgeschickt wird. Wie schaut ein Client aus? Erstmal relativ ähnlich, nur dass wir hier keinen speziellen Code implementieren müssen. Alles, was eben nötig ist, ist schon da. Wir haben ein bisschen Boilerplate wieder, um im Endeffekt eine Verbindung aufzubauen. Wir erzeugen so ein Kontextobjekt initial. Für jeden Request, den wir starten, sollten wir im Endeffekt ein neues Kontextobjekt erzeugen. Nachdem das jetzt hier ein kleines Client-Programm ist, was ein Query ausführt und sich dann beendet, haben wir eben genau einen so einen Kontext. Den übergeben wir dann an diese Query-Funktion und die gibt es dann einfach entsprechend an alle Backends dann weiter. So, dann verwenden wir die gRPC-Bibliothek, um eben eine Verbindung aufzubauen. Wir gehen einfach davon aus, dass es auf Localhost Port 551 läuft. Wir könnten Authentifizierung hier verwenden, das habe ich jetzt hier mal weggelassen. Da sind diverse Mechanismen, die da schon vorimplementiert sind. Wenn es irgendwelche Fehler gibt, behandeln wir die, indem wir sie beenden. Am Ende, bevor das Programm sich beendet, müssen wir die Verbindung wieder schließen. Und dann erzeugen wir so ein Client-Objekt. Diese Funktion hier ist recht ähnlich wie die Server-Implementierung, die wir gerade gesehen haben, nur dass die jetzt eben diese Client-Verbindung als Argument übergeben bekommt und bekommen dann so einen Client zurück. Und auf diesem Client können wir einfach diese Methoden aufrufen, mehr oder weniger als ob das lokale Funktionen wären, nur dass die eben im Hintergrund den RPC gegenüber dem anderen Server ausführen. Da erstellen wir jetzt eben das entsprechende Request-Objekt, indem wir hier ein Query angeben, bekommen dann ein Ergebnis und einen Fehlerwert zurück. Das ist im Endeffekt genau das, was der Server uns auch zurückgibt, das heißt dieses Query-Response-Objekt oder eben zum Fehlerwert. Und wenn wir einen Fehler bekommen, wenden wir uns wieder. Ansonsten interpretieren wir eben an der Stelle die
Antwort. Und damit sind wir zeitlich am Ende und auch meine Folien. Ich denke, wenn es noch Fragen gibt, haben wir vielleicht noch 2 Minuten Zeit dafür. Ja, ich finde das einfach cool. Ich möchte vielleicht den Leuten, die Interesse haben, sagen, dass es in Graz eine Go-User-Group gibt, die sich jeden dritten Dienstag im Monat im Spital treffen. Der Spital.at in der Gruppe. Ja, ich wiederhole es nochmal kurz, damit es dann auch auf der Aufnahme ist. Also jeden dritten Dienstag im Monat gibt es in Graz im Spektral ein Go-User-Group-Treffen, zu dem Leute herzlich eingeladen sind. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, eine Frage? Wird der Code dann nicht extrem verschmutzt bei der Wahl von Erwa-Handling? Weil das ist so, wie es im C früher war. Und wenn Sie sich alte C-Programme, wenn man sich die anschaut, ist 90% Erwa-Handling und man sieht die als eigentliche Funktionalität nicht. Also in der Basis. Die Frage war, ob dieses Error-Handling auf diese Art und Weise eben, was doch recht ausführlich ist, was den Code angeht, nicht den Code verschmutzt, sondern die eigentliche Funktionalität daran untergeht. Das ist eine Kritik, die immer wieder auftritt, die man vielleicht zum gewissen Teil auch mit Ja beantworten muss. Ich denke, insgesamt in der Praxis, das ist kein relevantes Problem. Es ist ein bisschen Boilerplate da, es hat aber auch den Vorteil, dass eben ganz explizit dasteht, was dann eigentlich an der Stelle passiert. So, das andere Extrem sind Exceptions, die dann über vieles Call Traces hinweg dann irgendwo zurückgeworfen werden und irgendwo zufällig gefangen werden oder nicht. Da ist der Code dann entsprechend kürzer, aber es ist vollkommen undurchschaubar, was dann tatsächlich der Kontrollfluss in einem Programm ist. Und der Kontrollfluss ist hier eben komplett explizit. Ja? Kann es sein, dass es ein reiner Performance-Code ist, in dem Fall? Weil Exceptions nehmen wir wieder Overhead. Also die Frage war, ob es ein reiner Performance-Grund ist, weil Exceptions Overhead nehmen. Ich glaube nicht, dass das die primäre Motivation war. Ich glaube, die primäre Motivation ist tatsächlich, dass Go versucht, dass Code üblicherweise möglichst kurz, aber doch explizit dasteht. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche noch viel Spaß und falls es noch Fragen gibt, ich bin den Tag über noch irgendwo hier.